Sochi im Olympiapark auf der neuen Strecke und warten auf ein spannendes Rennwochenende. In der Box werden die letzten Anpassungen vorgenommen, bevor die Teams das erste Mal ihre Autos auf die Strecke fahren. Diese einzigartige Strecke wurde von Hermann Thielke entworfen. Sie hat einige sehr enge Kurven sowie als Markenzeichen eine 180-Grad-Kehre. Für die Teams ist es eine ziemliche Herausforderung und ohne Frage auch aus technischer Sicht eine beeindruckende Strecke. Es ist aber sicherlich noch zu früh, sie jetzt schon als Klassiker zu bezeichnen. Die Fahrer bevorzugen die traditionellen Strecken. Es lässt sich aber nicht leugnen, dass diese hier dem neuesten Stand entspricht und die Fahrer mit ihren 12 Rechts- und 6 Linkskurven wirklich auf die Probe stellen wird. Sie ist extrem schnell und technisch anspruchsvoll. Man muss hier also schon früh Tempo zulegen, um am Samstag und Sonntag erfolgreich zu sein. Der heutige Tag ist sogar noch bedeutender für Dani Kvyat, da es sich hier in Russland heute um seinen Heim-Grand Prix handelt. Absolut. Und was für ein beeindruckendes junges Talent er ist. Bei der Pressekonferenz der Fahrer am Wochenende sprach er davon, wie stolz er sei, hier fahren zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass er alles daran setzen wird, eines seiner besten Saisonergebnisse zu erzielen. Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von F1 2015. Wir machen mal weiter hier in Russland, in Sochi. Mal gucken, die Strecke kann ich gar nicht, bin ich nie gefahren. Das heißt, es kann wieder richtig interessant werden. So, Setup ist aktiviert. So, was haben wir denn da? Okay. Nach der Mini-Enttäuschung von Suzuka, hoffentlich wird es dann hier besser. Aber man merkt halt, dass wirklich der Forsinja überhaupt kein Siegerauto ist. Ich kann mit dem Forsinja wirklich fast nichts rausholen. Meine Reifen nutzen früher ab als bei allen anderen und so weiter und so fort. Und dann geht die Probleme halt immer weiter. Gut. So, mal gucken, was wir jetzt mit der Karre hier drauf haben. So, das machen wir wieder weg. Steuerung. Steuerung beim Fahren. Benutzer definiert. So, dann würde ich sagen, wir legen jetzt mal los. Mal gucken, was die Strecke kann. Ich habe keine Ahnung. Lass uns ein paar Runden absolvieren. So, hier geht doch alles voll. Okay, so halbwegs. Okay, Steven soll mir mal ein bisschen den Weg zeigen. Das ist gar nicht so verkehrt gerade. Okay, da ist DRS. Oh.
Okay, da wird's eng. Und hier ist dann, glaube ich, das Startziel, ne? Oder? Okay, da ist kein DS. Okay. Verflucht. Und dann einfach zu viele Fehler aktuell. Mann, ja, Quatsch, wieder nicht voll im DS-Sektor, Mann. Der weiß genau, wann er mich voll quatschen muss, aber hundertprozentig. Ich muss jetzt unbedingt an Stevens vorbei. So, dann ist die DRS. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Alter, laber mich doch nicht jedes Mal voll, Mann! Helge, doch fick die Wand an, Alter. Mein Gott, der quatscht mich jedes Mal im DS-Sektor voll. Mein Gott, Junge, sei doch einfach mal ruhig, Alter. Halt doch die Klappe, Mann! Und der zweite Marussia, natürlich der zweite Marussia, warum auch nicht? Mein Gott, ey. Ach, es geht rechts rum, ja, scheiße, Mann.
Ach, geht rechts rum, Mann, Alter. Beziehungsweise links rum. Alter, ich komme momentan hier auf gar kein Tempo. Okay, das war jetzt die erste vernünftige Runde seit langem, ehrlich gesagt. Ich fühle mich auf dieser Strecke ehrlich gesagt noch nicht ganz wohl. Ich finde irgendwie den Speed noch recht gar nicht, ehrlich gesagt. Irgendwie finde ich den Speed nicht, irgendwie passt noch alles noch nicht so richtig hundertprozentig zusammen. Das heißt, wir wollen noch ein paar Runden. So, zweite Runde werde ich auf jeden Fall noch brauchen. Das ist nicht ganz einfach, die Strecke, muss ich echt zugeben. Hey, eine Info zum Benzinstand. Er ist jetzt bei 10 Kilo. Es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. Du verlierst Zeit in Sektor 2. Ein 46,3.
Naja, mein Film irgendwie passt eh nicht auf diese Strecke überhaupt nicht. Irgendwie passt ich zu dieser Strecke auch überhaupt noch gar nicht zusammen. ...46,4. Ah, es war eigentlich, ja, es war eigentlich okay. Lupfen ist vielleicht hier der Trick. So, das reicht. Boah. Diese Strecke ist nicht ohne. Ein Sieg wird hier garantiert nicht rausspringen. Aber hundertprozentig nicht. Das kann ich jetzt schon mal mit natürlicher Sicherheit versichern. Ne. Ein Sieg auf dieser Strecke? Im Leben nicht. Dafür fühle ich mich auf dieser Strecke einfach nicht wohl genug. Es wird so zwischen Platz 3 bis 6 ungefähr. Also mehr aber kann ich mir nicht erhoffen. Willkommen zum heutigen Qualifying in Sochi. Die Strecke schlängelt sich durch die Anlagen der Olympischen Winterspiele 2014. Es ist wirklich schwierig vorherzusagen, wer heute hier in Sochi die Nase vorn haben wird. Prinzipiell haben alle Teams dieselben Möglichkeiten, aber ich sitze ja hier nur am Rand, zum Glück, und muss nicht fahren. Was meinst du denn? Du willst dich also nicht festlegen? Es ist aber auch schwer, eine Einschätzung abzugeben. Sochi ist für die Teams und Fahrer immer noch eine relativ neue Strecke. Sie werden einige Daten haben, aber es wird wohl darauf hinauslaufen, ob sie Mehrwert aufs Qualifying oder auf das lange Rennen legen. Langes Rennen? Okay, wie viele Runden geht das überhaupt hier? Keine Ahnung. Wahrscheinlich trocken während des Rennens, das ist schon mal positiv. Sowas fahren die alle. Also eine 1,42 muss ungefähr drin sein. 1,44 mit hart, 1,42 mit weich. ...46,4, 45,9. Können wir auf jeden Fall unterbieten, ganz klar. Perez ist auf 9 aktuell. Okay. Würde ich sagen, sind wir jetzt mal im Zug. So, kurz noch ein bisschen Benzin hier rausholen. So, ungefähr. So, raus.
Nichts hinter mir, nichts vor mir. Das wäre wunderbar. Wow. Ne, perfekt. Aber warte, geh doch hoch. Ah, verflucht. Super. Das war ein bisschen 7. Aber auf jeden Fall, wir beenden das hier. Das wird sowieso nicht schnell. Schneller kann die KI auf gar keinen Fall. Okay, doch krasser deklassiert als ich gedacht habe. Aber mal rennen wird sowieso wieder anders aussehen. Aber egal, sei es drum. Wir freuen uns erstmal auf die Pole Position, die wir geholt haben von Nico, von Lewis Hamilton. Rosberg auf 3, Raikön auf 4, Grosjean auf 5, 6er Massa, 7er Vettel nur, 8er Maldonado, 9er Bottas, 10er Ricciardo, 11er Kiat, 12er Ericsson, 13er Nasser, 14er unser Kollege Perez, 15er Alonso, 16er Sainz, 17er Verstappen, 18er Button, 19er Stevens und 20er Roberto Meri. Jo. Liebe Leute, und ob wir mal wieder ein Rennen gewinnen, seht ihr im nächsten Part. Bis dahin, haut rein und tschüss. Bis dahin zum Rennen von Sochi.